Обратно в студиото на Bloomberg TV България, предаването Инвестор, аз съм Радина Колева. Във втората част на това предаване сме ви подготвили едно интервю с Даниел Кадик. Той е председател на германската фондация Фридрих Науман в България и темата на разговора е второто издание на така наречената черна книга на прахосничеството в България. Тя за втора поредна година събира примери за това как се харчат парите на данъкоплатците по наистина, меко казано, спорен начин. Вижте повече в следващия разговор. Also Herr Kadik, erzählen Sie bitte ein bisschen mehr über das Schwarzbuch und was für Ziel hat es? Das Schwarzbuch in diesem Jahr ist die zweite Version des Schwarzbuch der Steuerverschwendung in Bulgarien. Wir sammeln Fälle aus ganz Bulgarien, wo Steuern verschwendet werden durch öffentliche Ausgaben, wo vielleicht Korruption zu finden ist. Und wir wollen ein Ziel erreichen. Wir wollen Menschen sauer machen. Wir möchten, dass Menschen sauer darüber werden, dass ihr hart erarbeitetes Geld für Dinge ausgegeben, die vielleicht nicht gebraucht werden. Für Dinge, die zu teuer sind, Dinge, die besser hätten gemacht werden können. Und wir wollen Sie darauf aufmerksam machen, dass es tatsächlich Ihr Geld ist, was ausgegeben wird. Sie sind Steuerzahler. Alles Geld, was öffentlich ausgegeben wird, ist Steuerzahlergeld. Wir wollen aber auch die öffentliche Verwaltung darauf aufmerksam machen, da ist jemand, der sich tatsächlich auch anguckt, was ihr da macht. Wir wollen, dass Sie ein bisschen auch Angst bekommen, dass sie nicht im nächsten Schwarzbuch Steuerverschwendung zu finden sind. Und wir haben das große Glück, dass wir gute Partner haben. Wir haben Ivan Bedrov als Editor für dieses Buch. Wir haben ein Netzwerk aus Journalisten aus dem ganzen Land, das für uns Fälle gesammelt und beschrieben hat. Wir haben unsere Freunde vom Institut für Marktwirtschaft, das uns mit der Methodologie geholfen hat. Und wir haben natürlich auch den Bund der Steuerzahler und das Deutsche Steuerzahlerinstitut, die uns bei der Entwicklung des Konzepts sehr unter die Arme gegriffen haben. Könnten Sie ein bisschen Beispiele vom Buch nennen? Es gibt 15 Fälle in diesem Buch, aber eins meiner Lieblingsbeispiele, weil ich sehr viel mit dem Auto fahre, sind die bulgarischen Autobahnen, wo teilweise ein Kilometer Autobahn in Bulgarien 67,5 Millionen Euro kostet. Wenn man dagegen den Durchschnitt sich in Norwegen beispielsweise anguckt, das sind 4,5 Millionen Euro pro Kilometer Autobahn. Da muss man sich fragen, warum ist das so? Warum ist das so teuer? Wo geht das Geld überhaupt hin? Ein weiteres Beispiel ist die neue Sporthalle in Plovdiv, wo die öffentliche Ausschreibung durch eine Firma gewonnen worden ist, die dem Bürgermeister nahesteht und diese Halle jetzt doppelt so viel kostet, wie veranschlagt worden ist. Wir haben den Fall in Sofia, wo die Tramlinie 7 neu gebaut worden ist. Allerdings sind die Strecken nur teilweise neu gebaut worden und die Trams sind aber moderne Trams, die bestimmte Strecken brauchen. Jetzt nach noch nicht mal einem Jahr sind alle Trams kaputt, weil die Strecken nicht gemacht worden sind. Es gibt mannigfaltige Beispiele, die alle hier in dem Buch beschrieben sind und ich denke, die sehr sinnbildlich dafür stehen, was hier in Bulgarien falsch läuft. Also das Buch wird zum zweiten Mal in Bulgarien veröffentlicht und gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen 2015 und heutzutage? Leider ist der Unterschied nur unsere Herangehensweise. Während wir im letzten Jahr noch mit Freiwilligen gearbeitet haben, hauptsächlich haben wir in diesem Jahr mit einem Netzwerk von Journalisten gearbeitet. Jeder einzelne Fall ist geprüft. Jeder einzelne Fall wurde ins Detail geschaut, ob das auch so stimmt. Wir haben nicht nur einen Editor-in-Chief, wir haben auch einen Advisory Council gehabt, das auch nochmal in die Fälle alle reingeguckt hat. Aber was sich auch nicht geändert hat, ist das Problem, Fälle auszusuchen. Das Fälle finden war in Bulgarien keine Schwierigkeit, sondern tatsächlich, dass wir uns auf 15 Fälle konzentrieren mussten. Wir hatten knapp 100 Fälle, aus denen wir uns das ausgesucht haben. Wir haben eigentlich nur gesagt, wir wollen 10 Fälle nur reinbringen. Aber die waren alle so gut, dass wir uns am Ende entschieden haben, 15 Fälle ins Buch zu bringen. Also die Fälle sind nicht weniger geworden. Und ich fürchte, auch im nächsten Jahr werden wir kein Problem haben, aus einer großen Fülle aus Fällen uns etwas auszusuchen. Und welche sind eigentlich die Ursachen dafür? Geht es um Mangel an Effizienz oder ganz bewusstvollen Missbrauch mit Geldern? Ich glaube, es ist einerseits natürlich ein Mangel an Effizienz, dass
nicht darauf geachtet wird, wie viel Geld eigentlich ausgegeben werden muss, weil es keinen direkten Bezug zwischen Geld verdienen und Geld ausgeben gibt, wie es immer in der öffentlichen Verwaltung der Fall ist. Und wenn das Geld einfach kommt und das Geld in den Budgetlinien da ist, geben Leute es für Sachen aus, das vielleicht nicht besonders effizient und vielleicht nicht mal nicht besonders sinnvoll ist. Aber wir haben in Bulgarien auch die Fälle von massiver Korruption. Wenn wir uns das Beispiel angucken von Plovdiv und der Sporthalle, da muss man sich schon fragen, ist das Ineffizienz oder ist es Korruption? Und wenn auch jeder weiß, dass die Baufirma jemandem gehört, der dem Bürgermeister nahesteht, dann zeigt das doch recht stark in eine Richtung. Und oftmals haben wir auch einen Mix aus allen Dingen zusammen. Da wird ineffizient geplant, dann wird nicht geschaut, brauchen die Menschen das tatsächlich? Brauchen wir ein Fußballstadion in einem Ort, wo 2000 Menschen leben? Oder ist es nicht besser, das Geld in die Schule zu stecken oder in die Krankenhäuser vor Ort? Und in diesem Sinne, welche sind die Folgen für die Gesellschaft, auch langfristig? Ja. Langfristig erodiert ein solches Verhalten durch die öffentlichen Stellen das Vertrauen der Bürger in den Staat. Bulgarien ist ohnehin der Staat in Europa mit dem geringsten Vertrauen in öffentliche Stellen. Und wenn die Menschen sehen, was mit ihrem Geld passiert, dass es für Dinge ausgegeben wird, die nicht sinnvoll ist, dass es schlecht ausgegeben wird, dass die in die Straßen neu gemacht werden, sie am nächsten Tag schon wieder kaputt sind. Oder wenn wir uns angucken in Ladost, in Sofia, dass eine Straße neu gebaut wird und drei Tage später wird sie komplett wieder aufgerissen mit einer neuen Fahrbahndecke versehen, weil man den Asphalt falsch angemischt hat. Wenn die Menschen das sehen, dann verlieren sie das Vertrauen. Und letztendlich verlieren sie nicht nur das Vertrauen, sondern Bulgarien verliert auch eine Menge Geld. Bulgarien verliert eine Menge Geld, was in Schulen gehen müsste. Wir haben ein großes Finanzierungsproblem im öffentlichen Bildungssektor. Lehrer werden schlecht bezahlt, Schulen sind schlecht ausgestattet. Wir haben ein großes Problem im öffentlichen Gesundheitsbereich. Krankenhäuser fehlen. Krankenhäuser sind nicht ausgestattet. Ärzte werden nicht bezahlt. Menschen müssen ihr eigenes Toilettenpapier mit in die Krankenhäuser bringen. Sie kriegen nicht vernünftig was zu essen, sie müssen ihr eigenes Essen sich mitbringen. Obwohl wir ein öffentliches Gesundheitssystem haben. Und das Geld, was in Korruption und in Misswirtschaft fließt, könnte viel besser dadurch auch daran ausgegeben werden, in die Zukunft Bulgariens zu investieren. Und das ist insbesondere Bildung und das ist insbesondere Infrastruktur. Aber Investitionen in Infrastruktur, die Sinn macht. Und so ein Schwarzbuch wird auch in anderen Ländern veröffentlicht, darunter auch in Deutschland. Was ist der Effekt von so einem Projekt in Deutschland konkret? Der Effekt von einem solchen Projekt in Deutschland ist, vom Bund der Steuerzahler, dass niemand in der öffentlichen Verwaltung in einem solchen Buch stehen möchte. Deswegen überlegen sich Menschen dann auch dreimal, ob es tatsächlich Sinn macht, bestimmte Projekte anzugehen. Aber es gibt vor allen Dingen den Bürgern, das ist das schöne englische Wort Empowerment, es empowert Bürger zu sagen, da läuft etwas falsch und ich kann etwas dagegen tun. Meine Stimme zählt etwas, ich als Bürger habe etwas gegen die öffentliche Verwaltung in der Hand. Und das sehen wir in Deutschland zum Beispiel nicht nur am Schwarzbuch Steuerverschwendung, sie haben auch eine Website, wo sie Steuerverschwendung anzeigen können. Es gibt eine Fernsehshow, eine sehr populäre, wo das Thema besprochen wird. Der Bund der Steuerzahler in Deutschland ist einer der größten Vereine mit den meisten und aktivsten Mitgliedern. Und das sorgt dafür, dass solche Vereine einen guten Einfluss auf die öffentliche Verwaltung haben, dass Steuerverschwendung reduziert wird. Und ich würde mir sehr wünschen, dass für Bulgarien sowas auch passieren würde. Hat das Buch die bestimmten Institutionen, die verantwortlich sind, erreicht? Ich meine das Buch vom letzten Jahr. Wir haben zwei Zielgruppen mit dem Buch. Das eine sind natürlich die öffentlichen Verwaltungen und die staatlichen Stellen und wir schicken das allen staatlichen Stellen, den Leitern und den Abteilungsleitern. Da haben wir aber keine einzige Reaktion bekommen, außer dass, wenn mich Personen aus diesen Verwaltungen treffen, sagen, ihr seid die, die das Schwarzbuch gemacht haben. Und sie sehen nicht besonders begeistert aus, was mir zeigt, dass wir einen guten Job gemacht haben. Die Hauptadressaten sind aber die bulgarischen Bürger, die sehen sollen, was mit ihrem Geld passiert. Die auch tatsächlich mal ausgeschrieben sehen müssen, wie viel Geld ausgegeben wird für bestimmte Sachen. Und das mit ihrem eigenen Gehalt vergleichen. Und was würden Sie der Institution und auch der Gesellschaft empfehlen, damit wir weniger Beispiele haben im nächsten Buch? Einerseits würde ich mir eine aktive Zivilgesellschaft wünschen, die, wenn sie Fälle wie
wie in diesem Buch beschrieben, sieht, aufsteht und sagt, das machen wir nicht mit, das könnt ihr nicht machen, das ist unser Geld, das ist unser Recht, dass unser Geld gut ausgegeben wird. Und ich würde mir wünschen, dass auch in der öffentlichen Verwaltung Personen die Fälle sehen und sagen, oh, da hat tatsächlich mal jemand drauf geguckt, was ich getan habe. Vielleicht überlegen wir uns das im nächsten Jahr doch mal ein bisschen anders. Aber am Ende des Tages ist es Aufgabe der Zivilgesellschaft, der Bürger Bulgariens, die Strukturen aufzubrechen. Und wir versuchen mit diesem Buch einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank auch.